So, meine Freunde, willkommen zurück zu Vampire Storm. Ja, ich muss jetzt mal eine andere Aufnahmemethode anwenden, denn irgendwie hat es in letzter Zeit nicht nur bei Vampire Storm, sondern auch bei Unterwegs in Düsterburg ein bisschen gehakt. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser ist und dass es jetzt von der Quali her nicht unbedingt schlechter geworden ist. Wir werden mal schauen, ob sich das so machen kann. So, ja, letzter Part. Ganz einfach, immer geht's ja mal ein bisschen umgeschaut. Asgard hat uns eine kleine Führung gegeben. Und ja, jetzt wollen wir zu seiner Mine gehen, die im Osten ist. Im Osten des Schlosses. Oder im Osten vom Schloss. Und jetzt muss ich erstmal wieder herauskommen. Ja, das Schloss, der reinste Irrgarten. Okay. Ich nehme jetzt mit Camtasia auf. Leider kann Camtasia nur im Fenstermodus aufnehmen, was ein kleiner Nachteil ist. Da das Bild jetzt nicht so groß ist für mich, aber mal gucken, ob das so geht. Keine Ahnung, bei Fraps kommt es manchmal zu Frame-Einbrüchen, keine Ahnung warum. Ist mir irgendwie unbegreiflich. Mit Camtasia scheint es zurzeit zu gehen. Ja, gut, wollen wir nicht länger darüber philosophieren, spielen wir einfach. Ich wollte es euch nur so nebenbei gesagt haben, nicht, dass einer jetzt sagt, oh, die Quali ist ganz anders, das Video ist anders und so. Nee, es liegt einfach daran. So. Gut, der Ausgang müsste, glaube ich, irgendwie. Genau, der Ausgang ist hier. Gut, dann gehen wir zur Mine von Asgard. Wir können ja jetzt auch erstmals den richtigen Weg des Schlosses runterlaufen. Und für richtige RPG-Fans dürfte hier dieses Teilset des Berges bekannt sein. Einige, die mir schon länger zuschauen, dürften das hier kennen. Das ist aus Terranigma, diese Ranken. Und auch der Berg und die Steine, alles aus Terranigma. Ja, da hat Marlex, ja, sozusagen diese Ranken und das ganze Zeug aus Terranigma genommen. Ja, schön gemacht. Okay. So. Dann laufen wir mal den Berg runter und schauen wir mal auf die Weltkarte. So, wir sind auf der Weltkarte. Und habe ich nicht eingestellt, dass wir eine Map haben? Wartet mal kurz. Muss ich mal ganz kurz nochmal was schauen. Status. Ah ne, bei Option muss ich das machen. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, ist okay. Optionen. Minikarte. Ja, an. Gut. Genau, das wollte ich haben. Die Minikarte. Okay, und wir haben jetzt auch die epische Kampfmusik dann, die ich euch versprochen habe im letzten Part. Die wird richtig, richtig geil. Und bei mir ist noch ein bisschen zu laut eingestellt. Die Hintergrundmusik dröhnt ein bisschen auf den Ohren. Gut, jetzt dürfte alles passen. Wir schauen uns erstmal ein bisschen hier um. Was können wir hier noch so suchen? Und jetzt kommt die geile Musik. So, diese Musik ist aus Super Castlevania 4. Original. Bloody Tears, eines der besten Game-Soundtracks überhaupt. Und ich habe gerade keinen blassen Schimmer, was hier. Ach so, habt ihr mich jetzt verdrückt? Keine Ahnung. Irgendwie hat er gerade nicht reagiert. Gut, ich habe jetzt gedacht, es ist wieder abgekackt. Gut, Eisball und Feuerball. Ja, das ist unser erster Kampf hier gegen einen Braunbären. So, Eisball, ein HP nur verloren. Ist nicht sehr effektiv gegen diese Kreaturen, aber durch ein Critical Hit von Valnar geht er auch down. Und wir erhalten eine schwache Seele. Bären sind halt nun mal nicht so stark im Nehmen. Und die Musik ist so genial. Einfach nur toll. So, wir können ja mal düstere Wolke probieren beim Braunbären. Und was auch noch interessant ist, unsere MP werden ja vom Blut abgezogen. Wir können auch Blutsaugen machen beim Gegner. Wir machen einfach mal mit dem Goblin. Da füllen wir unser Blut auf, das wir verloren haben. Oh, und der Goblin greift uns zuerst an. Der ist recht schnell. So, Braunbär verliert 17 HP. Wamm. So, jetzt füllen wir wieder ein bisschen Blut auf. Düstere Wolke. Nicht betroffen. Schade. Okay. Kampf. Wir greifen einfach mal normal an, standardmäßig. Bam! Critical Hit! Wahnsinn! Sehr gut. Nochmal Critical Hits.
Sehr schön, wir können aber normal angreifen. Haben wir eigentlich genügend Heilsachen dabei? Ich glaube, ein paar Wundverbände müssen wir haben. Und Bluttränke auch. Oh, so viel Schaden machen wir gar nicht. Das ist nicht so toll. Passt ja. Gut, 15 EP, schwache Seele, zweimal. Guck mal auf unser Blut. Das ist ja eigentlich... Oh, Elaine hat schon... Ja, durch die ganze Magie, die sie eingesetzt hat, hat sie schon ziemlich viel Blut verloren. Lebenspunkte sehen noch halbwegs stabil aus. Oh, und gleich der nächste Kampf. Die wollen es ja wissen hier. So, Asgard... der greift auch mal normal an. Elaine kann jetzt erstmal Blut saugen. Die braucht wieder ein bisschen Mana, sozusagen. Oh! Ha, und gleich mal ein One-Hit. Ach ja, und der Gegner kann auch bluten. Dadurch verliert er konstant HP. Ist ziemlich cool gemacht. Also, richtig geil. Also, das Kampfsystem gefällt mir richtig gut bei Vampire Storm. Das muss ich sagen. Gut, boah, so viele Kämpfe, das gibt's doch gar nicht. Naja, kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte. Ist ja auch nicht verkehrt. Okay, und sie kann nochmal schnell Blut saugen, damit sie wieder volle MP hat. Oder volles Blut. Sie ist dann Vollblüterin. Lol. Okay. Okay. Bam. Elaine greift ja mit Klauen an. Die beiden anderen mit Schwertern. Das ist der einzigste Unterschied. So. Valnar kann ja auch mal schnell Blut saugen. Die beiden greifen nochmal an. Hoffentlich kann er nochmal schnell. Nee, kann er nicht, oder? Doch, doch. Er kriegt noch das Blut. Sehr gut. Und jetzt müsste er down sein. Sehr gut. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir eigentlich für ein Level? Oh, gar nicht mehr viel. Asgard braucht natürlich richtig viel. Guckt euch mal den Unterschied an. Valnar und Elaine auf Level 1 brauchen beide 54 Erfahrungspunkte für ein Level Up. Asgard schon 680. Oder ist es, das müsste, glaube ich, die Gesamterfahrung sein. Aber das ist ja auch schon ganz schön viel, ne? Okay. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht unbedingt in den Kampf reingezogen werden. Okay. Moment, ich mache mal ganz kurz eine Pause, damit ich mal sehe, ob die Aufnahme soweit funktioniert hat. Bis gleich. So, welcome back. Soweit ich das jetzt gesehen habe, lief alles reibungslos. Hoffentlich bleibt das auch so. Wir werden sehen. Okay, das ist jetzt ein Dorf, aber wir wollen ja erstmal die Mine finden. Wo waren jetzt? Wo ist denn die Mine? K.A. Attack. Attack. Feuerball. Bam. Nicht ausrasten, Goblin. Bam. Schlitz. Alles mal mit normalen Angriff. Okay. Oha, Valnar hat nicht mehr so viel. Uiuiui. Eisball. Feuerball. Uiuiui. Valnar müsste man mal heilen. 8 Erfahrung. Valnar Level 2. Werden die jetzt voll geheilt, wenn die Level abgehen? Leider nicht. Leider nicht. Dann gehe ich mal ins Dorf rein, oder? Wir sollten zuerst... Ach du Idiot! Ich wollte mich doch nur heilen. Kann ich fliehen? Na gut, den können wir auch so machen. Eisball. Ah ne, das ist ja nicht sehr effektiv, ne? Feuerball. Warm. 18. Schlitz. 11. Und bam, der muss down sein. 10. Super. Kann man ein bisschen Seelen farmen. Ach, nervig. Kann ich jetzt fliehen? Fliehen. Ihr flieht in Schande. Und? Wen juckt's? Westlich. Hä, dumm? Wo ist die Mine? Ach, da unten, ha? Goblin, lass mich schon... Ach, Idiot, lass mich fliehen. Arsch, lass mich jetzt fliehen. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Lass mich jetzt fliehen. Idiot. Ist in Ordnung, fliehen. Hä, wo ist denn jetzt da die Mine? Fliehen.
hier. Ach, dumm. Die ist hier. Toll. Lass mich jetzt bloß fliehen. Du Arsch! Lass mich fliehen. Kein Bock, gegen dich zu kämpfen. Der macht mich hier noch fertig. Arsch. Gut. Rein da. Das hier ist meine persönliche Silbermine. Silber? Du lässt Silber abbauen? Ja, ich weiß, es ist widersprüchlich. Wir bauen Silber ab und verkaufen es an die Menschen, um so Geld zu bekommen, das wir wiederum ausgeben, indem wir von den Menschen Dinge für uns kaufen. Ich verstehe gar nichts. Ihr tötet Menschen und ihr verkauft ihnen Silber? Nun ja, unter den Menschen gibt es Verräter. Menschen, die mit Vampiren handeln, um so zu Reichtum zu kommen. Und diesen Verrätern verkaufen wir auch unser Silber. Unterhalten so unser Geld, welches sie wiederum ausgeben, um zum Beispiel Bluttränke zu kaufen. Diese Verräter verkaufen Bluttränke? Wo haben sie die denn her? Tja, es handelt sich hierbei um ein Gemisch aus Tier- und Menschenblut. Es gibt halt auch Menschen, denen Geld alles bedeutet. Dann gibt es also genug Vampire, die mit diesen Verrätern handeln. Nun, die Anzahl an Vampiren ist seit dem Heiligen Krieg sehr gering, doch sie sind sicher nicht ausgestorben. Wobei ich aber anmerken muss, dass ich schon lange keinen Vampir mehr gesehen habe. Naja, und diese Verräter wirst du mir sicher mal noch zeigen, nehme ich an. Genau, doch jetzt wollen wir mit dem Oberaufseher sprechen. Die Mine wurde vor kurzem von den Menschen angegriffen und jetzt gibt es nur noch ein arbeitendes Skelett. Das abgebaute Silber wird übrigens in meinem Schloss kurz vor meiner Gruft gespeichert. Und da holst du den Silber immer ab? Richtig. Und dann bringe ich es zu den Menschenverrätern. Valnar, du solltest aber wissen, dass der Verkauf von Silber ein zwiespältiges Geschäft ist. Die Menschen nutzen das Silber natürlich, um Waffen und Rüstung herzustellen. Denn die Menschen machen sich wohl inzwischen Gedanken darüber, was mit ihren Spähern passiert ist, die Mine hier begutachtet haben. Es ist wahrlich unvermeidbar geworden, dass unsere Existenz bekannt wird. Bis dahin müssen wir aber stark genug sein, um die Menschen aufhalten zu können. Aber die Menschen sind inzwischen deorganisiert, seit Vincent Waynard gestorben ist. Du scheinst dich ja inzwischen sehr gut auszukennen, dafür, dass du nicht wesentlich älter bist als ich. Vergiss nicht, ich bin ein Vampir der ersten Generation. Du bist nur ein Haufen Abschaum. Ich bin wesentlich mächtiger als du. Ich bin auch wesentlich lernfähiger. Aska brauchte nur wenige Stunden, um mir unsere Situation zu erklären. Hm. Hört auf, euch zu streiten. Wir regeln erst einmal die Minenangelegenheiten. Dann können wir weiter streiten. Dann gehen wir weiter nach Osten und statten der Stadt dort einen Besuch ab. Wir statten der Stadt. Ha, lol. Okay, Maus, you are mine. Hier bleiben. Komm her, Ratte. Yay. Bam. Genick gebrochen. Nein! Hm? Dumm. Oha, da wird schon fleißig gehackt. Na, wie geht es meiner Mine? Wird schon viel Silber abgebaut? Ja, Gebieter, die Arbeiter sind fleißig. Wollt ihr mehr Arbeiter erschaffen? Also ich denke... Mehr Arbeiter ist gleich mehr Geld, also warum nicht? So sei es, ich verwende 5 eurer normalen Seelen... Was? Okay. Ihr habt nun einen Arbeiter mehr, Herr. Okay, wie viele Seelensteine haben wir denn? Gegenstand? Normale Seelensteine. 5. Also können wir noch einen bauen. Yay. Na, wie geht's mit einer Mine? Ja, okay. Mehr Arbeiter. Okay. Jetzt haben wir schon insgesamt 3. Das heißt, ein Haufen Kohle. Aber mehr will der auch nicht. Was ist das hier? Nicht. Kann man nicht durch. Okay, kann man hier irgendwie noch was machen? Ich denke nicht, oder? Coole Sache, dennoch. Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier fertig soweit und können erstmal in die Stadt gehen. Und hoffen wir mal, dass es nicht so viele Gegner kommen. Ein Bär, okay, den... What? Seit wann sind wir wieder geheilt? Das ist mir jetzt gerade ein bisschen neu. Hatten wir nicht übelsten Schaden gekriegt? Warum sind wir jetzt wieder geheilt? Leute, klärt mich auf. Gut, egal. Vergessen wir es. Bam. Bam, bam. Okay. Gewonnen. 7 EP, schwache Seele. Ach, nervt nicht. Auch wenn die Musik genial ist. Ja, ja. Castlevania ist richtig cool. Will ich vielleicht auch mal ein Let's Play von machen. Super Castlevania 4. Irgendwann mal. Ein richtig klasse Spiel. Aber ich denke mal nicht in naher Zukunft. Außer ihr wollt es unbedingt.
Dann mache ich's gern. Gut. Dann ab in die Stadt. Nach Melsan. Gut, wir suchen uns hier erstmal Zeug. Was? Also, Valnar, jetzt zeige ich dir noch, was du für Macht über Menschen hast. Menschen sind nur Nahrung und Mittel zum Zweck. Menschen sind dreckiger Abschaum. Ich werde dir jetzt zeigen, wie du Menschen aussaugst und wie du Menschen mit tiefschwarzer Vampirmagie in Dinge umwandelst. Oho. Wie bitte? Menschen aussaugen? Menschen in Dinge umwandeln? Na, du willst doch überleben, oder? Als Vampir brauchst du Blut. Ich kann nicht Menschen aussaugen. Du bist wirklich ein schwacher Vampir, Valnar. Total leer Scheiß. Und glaube mir, wenn du dich weigerst, Blut zu trinken, wirst du unvorstellbare Schmerzen erleiden. Und wenn der Blutvorrat deines Körpers fast verbraucht ist, wird sich dein Körper auch nicht mehr von selber heilen können. Tja. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht will ich ja sterben. Vielleicht will ich kein Vampir sein. Vielleicht. Weil na, du wirst es wollen. Die Schmerzen bei Blutmangel steigen ins Unermessliche. Und der Tod wird bestimmt nicht die Erlösung sein. Denn wenn Vampire sterben, steigen ihre Seelen bestimmt nicht in den ach so schönen Himmel. Nein, ihre Seelen werden verwandelt in Blutgeister. Geister, die noch schlimmer dran sind als normale Gespenster, die auf der Suche nach Erlösung sind. Kann sein, dass wir den einen Geist, der auch ein Blutgeist war im Schloss? Keine Ahnung. Blutgeister leiden Qualen, die nie ein Sterblicher fähig wäre zu spüren. Das Schmerzpotenzial ist viel zu groß. Glaube mir, der Tod würde alles nur noch schlimmer machen. Na schön, das sind ja tolle Schauermärchen, die du mir da erzählst. Und... Ich glaube ihm mal. Natürlich habe ich recht. Ich bin allwissend, denn ich bin Asgard. Aber ein Vampir stirbt nicht so schnell. Wenn seine Lebensenergie verbraucht ist, fällt er zunächst in Starre. Dies ist ein Zustand, der einer menschlichen Ohnmacht gleicht. Du kannst nichts machen und nimmst deine Umwelt nicht mehr wahr. Du kannst nur hoffen, dass dir jemand schnell etwas Blut zuflößt oder dass dein Körper noch genug Blut hat, um sich selbst zu heilen. Du solltest auch aufpassen, dass du immer genügend Blut zu dir nimmst. Wenn dein Blutgehalt zu niedrig ist, verfällst du in pure Raserei. Ein ziemliches Problem aller Vampire. Na schön, ihr sagt doch noch etwas von Menschen in Dinge verwandeln. Ja, es gibt einen Zauberspruch, der es dir ermöglicht, alle Menschen in einen für dich nützlichen Gegenstand zu verwandeln. Dadurch erhalten Menschen irgendwie einen gewissen Wert. Oh, wow, okay. Findest du nicht? Oh, das ist irgendwie unmenschlich. Du kannst es ja lassen. Was? Du kannst es ja lassen, du ach so menschlicher Vampir. Jedenfalls kannst du jeden Menschen verwandeln, wenn er nicht einen magischen Schild gezaubert hat. Du kannst auch Händler verzaubern. Die bringen auch schöne Gegenstände, aber dadurch kannst du natürlich auch nichts mehr kaufen. Also, jetzt zeige ich dir, wie der Zauber funktioniert. Also, pass auf. Pommes. Ah, aha, so geht das. Du hast gelernt, wie man Menschen in Dinge verwandeln kann. Aber fällt es nicht auf, wenn wir hier plötzlich Menschen verschwinden oder wenn ich gesehen werde? Also wenn man dich sieht, Valnar, werden die Menschen nicht sofort wissen, dass du ein Vampir bist. Dein vampiriale Aura lässt sich für die Menschen ganz normal aussehen. Aber es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, wenn du Menschen aussaugst. Wenn du gesehen wirst, kann das auch deine Aura nicht schützen und die Menschen werden wissen, was du bist. Deswegen gebe ich dir den guten Rat, wenn du Ärger vermeiden willst, sauge die Menschen nur bei Nacht aus. Nachts sehen Menschen wesentlich schlechter und man wird dich kaum entdecken. Ich sollte noch erwähnen, dass du Menschen nur zweimal aussaugen kannst. Beim dritten Mal sterben sie. Obwohl das natürlich auch nicht schlecht ist, da du dann noch eine weitere normale Seele erhältst. Nachdem du einen Menschen ausgesaugt hast, kannst du seinen Herzschlag hören. Daran erkennst du, wie viel Blut der Mensch noch hat. Je schneller der Herzschlag, umso weniger Blut besitzt dein Opfer noch. Wenn du dein Opfer aussaugst, erhöht sich dein Blutpegel um einen Wert, der von deinem Opfer abhängt. Erwachsene haben mehr Blut als Kinder und Männer mehr als Frauen. Im Normalfall jedenfalls.
Im Normalfall jedenfalls, sorry, ich kann nicht betonen. Haha. Wenn du also viel Blut benötigst, sauge vor allem männliche Erwachsene aus. So brauchst du nicht so viel Opfer auf einmal. Außer du willst natürlich noch mehr Seelen bekommen. Aber was ist mit den Menschen, die ich gebissen habe? Werden die nicht laut schreien? Nein, sobald du sie gebissen hast, lähmt dein Biss den Körper deines Opfers. Wenn du dann von deinem Opfer ablässt, wird es für einige Zeit benommen sein und sich dann an nichts mehr erinnern. Und was ist mit den Menschen, die einfach so verschwinden? Nun, da musst du natürlich geschickt vorgehen. Lass dich nicht dabei erwischen und wenn du entdeckt wirst, töte alle Zeugen. Also sollte ich die Menschen auch nur bei Nacht verwandeln, richtig? Richtig. Gut aufgepasst, Minjung. Na schön, und was sollen wir jetzt hier in dieser Stadt tun? Na, sie erkunden. Du warst hier noch nie. Rede mit den Menschen. Ha. Und töte sie, sauge sie aus, wandel sie. Teste, was ich dir gezeigt habe. Okay. Okay. Was ich aber lustig finde, wir haben ja gegen Bären gekämpft, ne? Und die geben uns normale Seelen. Menschen geben uns starke Seelen. Hängt das vom geistigen Zustand ab oder... Keine Ahnung. Das ist immer noch ein Rätsel. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden die Folge hier, denn... Und so, ne? Ja, das war's erstmal für heute mit Vampire Stone. In der nächsten Folge untersuchen wir hier mal ganz genau die Stadt Melsan. Und ja, vielleicht können wir den ein oder anderen Menschen da verspeisen. Also, bis demnächst. Ich bin Shadow. Macht's gut.